Bullets. Wichtig. Munition. Herein. Alte Shooter, du, nicht so ein Call of Duty Dreck oder jetzt Battlefield 3, wo sich eh jeder drüber aufregt. Ah. Yes. Auf. Ich hab's so gehört. Nee. Ah, noch 77, 76 Schuss. Das ist toll. Also das sind diese strange happenings, diese komischen Ereignisse, die Jeremiah angesprochen hat. Quick save. Ah, fuck. Ah, aber gut, okay. Q ist auch. Schnell Item benutzen. Flappchen noch? Eins nur noch, shit. Cthulhu? Nein, ein Beholder. Ah! Lecker! Ich weiß, ich schon ein bisschen. Das war alles Absicht. Vor allem, ich spiele mit Invert Maus, das können ja einige gar nicht verstehen. Das heißt, oben und unten ist bei mir Maus vertauscht. So, neuer Eintrag. Ach, genau, die Standing Stones, die stehenden Steine, da ist er zurückgekommen. Was die ganzen Leute fasziniert, kann ich nicht verstehen. Ja, kann auf jeden Fall nicht verstehen, was die ganzen Leute hier dazu bewegt, diese Sachen fasziniert zu finden, diese stehenden Steine. Ich verwirrt gerade Sailor Moon vor der Frau. Ja, die Frau schaut gerade Sailor Moon gegenüber von uns. Das passt sehr gut zur Atmosphäre. Ich übersetze, glaube ich, bloß das Relevante zu. Ja, logisch. Können wir 5 Parts draus machen. Monastery, da müssen wir auch noch hin. Klöster, ja. Der Tower, das wird auch noch interessant. Also, die schreiben, dass der Turm eine Legende an sich schon darstellt. Und da kommen wir dann in eine Paralleldimension, in eine magische. Und Nairos, das wird noch klasse. Genau, irgendwann während eines Sturms ist einfach dieser Turm hier erschienen. Aber keiner weiß genau wann. So. Das Kloster ist nun eine Ruine. Ja, und das sagt auch, da müssen wir irgendwann mal hin. Oder er, der Typ, der Joseph, der das geschrieben hat, muss da irgendwann mal hin und er nimmt dann auch die Kinder mit. Ist das Secret? Sieht man doch so. Yay, Amplifier, das heißt, ich kann Magie. Genau, weil meine ganzen magischen Spells, meine Zauberkräfte, die haben einen Level, die kann ich upgraden. Und diese Amplifier Stones sind dazu da, dass ich das praktisch machen kann. Ups. Aber ich habe noch keinen Zauber, den ich upgraden kann. Den kriege ich jetzt dann erst. Der wird toll. Ektoplasma. Ex Largus Jagra. Ich will mal R für nachladen, weil es R Zauber ausgibt. So, jetzt sind wir wieder mit Jeremiahs Raum. In seinem Raum? Der Gaskammer. Holy. Those beasts were after me. What in God's name were those things? They're called howlers. And while I've never seen one before tonight, Feuer! I've heard of them for years. Those weren't natural, my friend. We're fighting more than superstitions here. Perhaps I was being naive not to tell you, but there might be something more sinister at work here. When I was a boy, I encountered something I can't quite explain. You see, there was this isle of standing stones that sits just off the estate. Someone had carved a sigil into each of the stones, something indiscernible. Father had many books on the occult, one of which contained a sketch of that very symbol. I took my brothers and sisters out to the island and read from my father's book. Well, what happened? Something answered. The ocean began to boil, and a great wind whipped
worked against us as we stood in the circle, and my siblings huddled to the ground in fear. Eventually, the wind died and the sea settled. Patrick, I know it sounds like the ravings of a dying man, but I believe those standing stones had something to do with this. What has once been a taint upon this family has now begun to manifest itself. But you told me you're dying. Doesn't this curse end with you? Who knows? My brothers and sisters are dead, but I don't think they're really gone. I've heard some servants whispering. They think they've seen Lisbeth on the estate. My family has come for me. I sense them, Patrick. By now, you and I know the supernatural exists. You saw the Howlers. And what about our encounters with the Tersanti during the war? You still even carry the Gelzebar stone with you. It's a token of the Shaman's life I took. That's all. I found a scroll with a picture of the Gelzebar on it. I believe it contains the way to awaken the stone's dormant power. Very well. Let me study this scroll overnight, and I'll see what I can do in the morning. This house still hides many secrets. I'm counting on you to reveal them and put an end to this mess. Ihr wüsstet, was jetzt gerade... Oh Gott. Also, kurz dazu. Also er hat es auch gesagt, bei den stehenden Steinen, da hat sein Vater, oder da wurden irgendwelche Sigillen eingeritzt. Und sein Vater hat viele Bücher über das Okkulte gehabt, wo diese Sigillen auch abgebildet waren. Und dann hat er seine Geschwister genommen, der Jeremiah, ist zu den Dingern hin und hat aus dem Buch gelesen. Ja, also wahrscheinlich die Sigillen übersetzt oder sonst was. Und dann hat das Wasser angefangen zu kochen und seitdem geht irgendwie alles bergab und haben anscheinend diesen Fluch ausgelöst oder zumindest verschärft. Seine Geschwister sind tot, aber viele der Beschäftigten hier in dem ganzen Anwesen sind der Meinung, zum Beispiel die Elizabeth auch öfters gesehen zu haben. Das ist eine seiner Geschwister. Und genau, das ist es eigentlich. Und jetzt kriege ich meinen ersten Zauber-Ektoplasma. Amplify ich auch, der ist so. Aber es ist ein Schritt. Ektoplasma! Yep. Genau, er kann einfach Ektoplasma aus seiner Hand schießen. Zwar nicht gut für Fernkampf, aber sehr gut für Nahkampf. Wie ging denn das jetzt nochmal? Wie ging das nochmal? Raufschieben? Ich glaube, ich muss einfach den Amplifier down. Genau, jetzt sieht man rechts unten, ich habe über meinem Zauber, ganz rechts unten, zwei so kleine Diamante, so gelbe. Das bedeutet, ich bin jetzt auf Level 2. Ektoplasma. Was ziemlich cool ist. Ist gut, wenn man wenig Munition hat. Ich glaube, ich kriege jetzt auch gleich meine Ätherfallen. Das sind, glaube ich, so eine Art Minen oder sowas. Benutzt du die eigentlich? Ich glaube, ich habe die kaum benutzt, aber ich bin mir nicht mehr sicher, was die genau machen. Also. Have you noticed anything strange going on? Apparently, Elizabeth's room was broken into last night during the commotion. Where's her room? Just down the hall from here. It's quite a mess. Also letzte Nacht, als ich da, als ich da eben die Monster abgeschossen habe, wurde in Elisabeths Raum eingebrochen. Das ist die eine tote Schwester, die öfters gesehen worden ist auf dem Anwesen. Und jetzt gehe ich da einfach mal hin und untersuche den Raum. Ich meine, es ist ein altes Spiel, es ist einfach ein Level. Da läuft man hin und gut ist. Ach, die alte. Tell me what you know about Lisbeth. Why, she was a fetching young lass. Quite the fiery temper, though. She could be placid and calm one minute, and then suddenly she's spitting curses and swinging her nails at you like an animal. Tis a pity her mother died birthing her. Indeed. Following her mother's death, I'd raise Lisbeth like my own. In the end, the wasting sickness got her. I'd cared for her when she was sick and watched her wither away to nothing. Pity a young woman has to die in the spring of her life. Now she rests with her poor mother at the family mausoleum. The groundskeeper claims to have seen her recently. Poor man, seeing a ghost is never a good omen. Where can I find this groundskeeper? He's out in the gardens. You can get there through the kitchen. Your knowledge is appreciated. Thank you. Also,
Wann spielt es hier jetzt nochmal? 1923, ne? Genau, 1923. Elizabeth war die jüngste Schwester von allen. Und ihre Mutter ist gestorben, während sie sie geboren hat. Bei der Geburt ist sie gestorben. Und sie liegt jetzt im Familienmausoleum. Und tot natürlich. Ah, nee. Aber der Hausmeister quasi, der behauptet, sie öfters schon gesehen zu haben auf dem Anwesen. Und... Ich finde jetzt aber die Elizabeth schon ziemlich creepy aus. Die ist auch ziemlich creepy. Wieder. Ja. Und Goth, voll das Goth-Chick. Jetzt kommt doch gleich so ein Scry-Moment. Achtung. Moment, gleich da drüben. Bett. Na, Look, hat man das gehört? Look. Look around. Look around. Sympathisch. Süß. Frau. Die Hunde sind voll goldig. Oh, die weißen. Oh, ist das süß. So. Ja. Da. So. Das ist aber spärlich mal belehrt. Channel. So. Oh, Mann. Lisbeth's Poetry. So, sie hat jetzt nachts nicht schlafen können und hat jetzt aus dem Fenster auf die aufs Kloster geschaut. Das war die Atmosphäre. Und wenn der Wind leise genug ist und es allgemein still ist, dann kann sie chanting, ja, was singen. Singen hören, ja. Und es durchdringt ihren Körper mit voller Ruhe, wenn sie das hört. Das ist ja auch ein Lullaby. Pummeluff! Ich glaube, Pummeluff war das Pokémon, das Lullaby fand. Ich glaube, wir sollten nicht über Pokémon bei so einem Spiel reden. Genau. Und um Mitternacht hört dieses Gesinge auf. Na. Und da ist ein Licht am Eingang der Katakomben beim Kloster. Und sie kann dann auch die Schatten der Mönche sehen am Eingang. Ja gut. Ja, wir hören gerade im Hintergrund Salem. Wir müssen echt aufpassen, Domi. Das ist so ein schönes Atmosphäre. Ja, sorry, aber das war ich. Ja, okay. Aber ich würde es aber ein wenig schneller überfliegen. Okay. An einer Stelle. Ich glaube, dann machen wir am Ende bloß das Summarum, ne? Ja. Kannst halt dann sagen, wenn du weiterspielst. Das spart Zeit. Okay, also sie hat auf jeden Fall auch ein bisschen Angst vor dem, was sie hier jagt. Und das ist doch noch nicht alles. Ich kann schwören, ich muss hier noch was machen.